Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen The Legend of Zelda Picross. Twilight Princess, also Twilight Princess Picross, Zelda Picross, was auch immer. Ich werde wahrscheinlich im Titel irgendwie so Zelda Picross TP haben oder so. TP dann für Twilight Princess. Ja. Ein schönes Spiel. Beziehungsweise einfach so ein bisschen zum Chillen, Ausklingen, so als kleines Zwischenprojekt. Ist ganz angenehm. Wer Picross nicht kennt, das sind so eine Art Puzzle, würde ich jetzt mal sagen. Ihr werdet es im Laufe der Zeit verstehen, was das ist. Ja, so eine Art Puzzle, man muss Felder ausfüllen, die dann im Endeffekt ein kleines Pixelbild ergeben, sag ich mal. Und ja, ich würde sagen, wir fackeln noch nicht lange und gehen gleich ins Spiel. Tutorial. Ja, fangen wir an mit 1. Und Midna redet. Hallo, willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Midna. Sag mal, weißt du etwa nicht, wie man Picross spielt? So sieht es aus, als müsste ich es dir erstmal beibringen. Als erstes müsstest du eine Steuerungsmethode auswählen. Wenn du Picross noch nicht kennst, würde ich dir raten, den Touchpad zu verwenden. Nein, ich möchte mit Knöpfen spielen, tatsächlich. Ja. Ja, dann legen wir mal los. Hör mir gut zu, ja? Picross ist ein Rätselspiel, bei dem man anhand der Zahlen die Felder ausfüllen muss, um am Ende ein Bild freizulegen. Das hier sind die Tippzahlen. Sie verraten dir, wie viele Felder in jede Reihe und Spalte auszufüllen sind. Diese 5 hier bedeutet zum Beispiel, dass in dieser Reihe 5 zusammenhängende Felder auszufüllen sind. In den Spalten funktioniert es genauso. Hier zum Beispiel musst du 2x2 zusammenhängende Felder ausfüllen und dazwischen mindestens ein Feld freilassen. Du meinst, das kriegst du schon hin? Dann los, fülle in der Reihe 5 zusammenhängende Felder aus. Alles klar. Hey, anscheinend bist du ja ein richtig kluges Kerlchen. Jetzt versuchen wir mal hier dran. Zwischen beiden Zahlen musst du mindestens ein Feld freilassen. Alles klar. Also 1-2 und 1-2. Richtig. Hier haben wir eine schöne Lücke in der Mitte, genau wie die Zahlen es verlangen. Wäre doch schade, wenn du sie später aus Versehen ausfüllen würdest, oder? Um dir zu merken, dass dieses Feld frei bleiben muss, solltest du es mit einem X markieren. Okay. Zack. Das Markieren freier Felder mit einem X ist eine der wichtigsten Techniken beim Lösen eines Picross. Kannst du das merken? Sieh mal, das X, das wir eben eingesetzt haben, erweist sich hier schon als nützlich. In dieser Spalte ist über dem X nur noch ein Feld frei. Die obere Tippzahl kann sich nur auf dieses Feld beziehen. Oder? Los, fülle es aus. Alles klar. Ja, das liegt daran, dass, Midna erklärt uns ja gerade, wie man ausfüllt. Und wir haben hier jetzt in der Spalte, wo wir gerade sind, haben wir zwei Zahlen. Einmal eine 1 und einmal eine 2. Das heißt, es muss ein Feld ausgefüllt sein. Dazwischen darf dann nichts mehr sein, sag ich mal. Und dann muss ein Feld, müssen zwei Felder zusammenhängend ausgefüllt sein. So. Und die 1 ist an erster Stelle, also muss das erste Feld in diesem ganzen Quadrat hier, oder das erste ausgefüllte Feld in diesem ganzen Quadrat, nur ein einziges Feld betragen. Und da hier keine 1 hinkommen kann, weil hier ja dann eine 2 entstehen würde, kann es hier nicht sein. Also haben wir hier diese 1. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Perfekt. Die untere Tippzahl verlangt, dass wir zwei zusammenhängende Felder ausfüllen. Aber wissen wir schon, welches sind? Die Antwort ist nein. Aber diese beiden Spalten können wir schon ausfüllen. Nur zu, fülle sie aus und lasse dann lasse an der richtigen Stelle ein Feld frei. Vergiss auch nicht, das freie Feld mit einem X zu markieren. Alles klar. Ja, hier haben wir wieder eine 5. Das heißt, wir müssen alle Felder markieren, weil es ein 5x5 Feld ist. Hier haben wir eine 2 und eine 2. Das heißt, wir haben jetzt 1, 2, da muss 1 frei sein. Dann haben wir die erste 2 abgehakt und jetzt können wir nur hier unten noch eine 2 machen. Also haben wir es. Gleich haben wir es. Du siehst du diese Reihe? Die Tippzahl hier ist 3. Hey, ich glaube, du weißt, welches Feld wir hier ausfüllen müssen. Denk auch daran, die freien Felder mit einem X zu markieren. Genau. Ja, hier muss ja eine 3 sein. Das heißt, es muss eine Reihe von 3 Feldern sein. Also muss hier in der Mitte das Feld noch markiert werden. Und dann haben wir ein Dreier zusammenhängendes Feld. Jetzt fehlt nicht mehr viel. Na, meinst du, du bekommst den Rest alleine hin?
Ja, klar, kriegen wir hin. Dann haben wir nämlich hier jetzt einmal die 3 abgehakt und hier haben wir jetzt auch die 2. So, hier haben wir, in dieser Reihe haben wir nichts mehr. Das heißt, hier kann schon mal ein X hin und hier kommt noch eine 3 und die 1 wird dadurch auch erledigt. Und schon haben wir eine Uhr, wie es aussieht. Ja. Yeah. Du bist schlauer als ich dachte, das Bild ist fertig, das ist eine Uhr. Bei Picross muss man nicht erraten, nicht raten, es gibt immer nur eine Lösung, auf die man durch gründliches Nachdenken kommen kann. Selbst wenn du meinst, du kämst nicht mehr weiter, sieh dir alles noch einmal genau an, dann findest du schon die Lösung. Wollen wir das nächste Mal Rätsel in Angriff nehmen? Natürlich, machen wir. Hier ist das zweite Rätsel. Ich bringe dir ein paar Tricks bei, die du dir gut merken solltest. Wir haben hier erstmal eine Reihe mit einer 5. So etwas kennst du ja schon. Du brauchst keine Hilfe, oder? Also fülle sie schon aus. Genau, es ist ja mit 5x5 Quadrat. Also kann man die 5 komplett ausfüllen. Hehe, genau so. Du hast die unterste Reihe komplett ausgefüllt. Das ist unheimlich praktisch, wenn wir uns an die Spalten machen. Sieh dir zum Beispiel diese Spalte an. Hier kommen 2 zusammenhängende Felder hin. Und eines davon hast du bereits ausgefüllt. Das heißt, es fehlt nur noch ein Feld für diese Spalte. Na, hast du verstanden? Hehe. Denk daran, die freien Felder mit einem X zu markieren. Genau, wir haben hier jetzt schon den Anfang, sag ich mal, und nach unten kann es ja nicht weitergehen, also müssen wir nach oben die 2 machen und der Rest kann eigentlich schon ausgefüllt werden. Das ist es. Bei den verbleibenden Spalten ist es das gleiche Spiel. Die unterste Tippzahl kannst du dir in jeder Spalte eindeutig zuordnen. Nur zu, zeig, was du kannst und vergiss nicht die nicht die Markierung mit X. Okay, alles klar. Ja, hier können wir jetzt 1, 2, 3, genau, jetzt haben wir da eine 3. Hier haben wir schon mal die 1. Hier haben wir noch eine 1 und hier wieder eine 3. Na siehst du, wie leicht das war? Wenn man einmal den Anfang einer Reihe oder Spalte hat, kommt man schon mal ein gutes Stück weiter. Das war eine Lektion für die Rätsel. Den Rest schaffst du schon alleine. Und denke mal daran, freie Felder mit X zu markieren. Alles klar. Gut, hier können wir jetzt die 1 hinmachen. Das heißt, hier kommt auch die 2 hin. Hier können wir schon mal alles wegkreuzen, weil hier kann ja keine weitere Zahl mehr hin. Hier haben wir eine 1. Das heißt, hier kommt noch eine 1 hin, hier die 4 und hier die 2 und die 1. Sieht aus wie ein Bügeleisen. Okay. Sehr gut, das ist wohl ein Bügeleisen, was? Wollen wir mal sehen, ob du beim nächsten Rätsel auch so gut schlägst. Dich beim nächsten Rätsel so gut schlägst. Alles klar, 10x10 sogar. Das ist das dritte Rätsel, ganz schön groß, was? Diesmal müssen wir uns um 10x10 Felder kümmern. Je mehr Felder, desto größer der Spaß. Denk einfach an die Tipps, die ich dir bisher gegeben habe. Dann ist es auch nicht so schwierig. Wenn du ein neues Rätsel beginnst, solltest du erstmal ein paar guten Anhaltspunkte suchen. Die Spalte mit der 10 ist verlockend, was? Aber vorher möchte ich dir noch etwas zeigen. Sieh dir diese Reihe an. Ah. Keine der Tippzahlen ist sonderlich groß, aber wenn du sie zusammenzählst und jeweils die leeren Zwischenräume dazu rechnest, kommst du genau auf 10. Das heißt, wir können alle Felder in dieser Reihe ausfüllen, obwohl sie keine großen Zahlen sind. Enthält. Mann. Denn alles zusammen passt genau in die 10 Felder. Große Tippzahlen sind natürlich die offensichtlichen Anhaltspunkte, aber auch die Reihe mit Spalten mit vielen kleinen Zahlen lohnt sich ein genauer Blick. Also los, fülle diese Reihe aus. Alles klar. Genau, jetzt haben wir hier die 1. Dann wäre das X die 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Findest du noch eine Reihe der Spalte, wo mehrere kleine Tippzahlen zusammen mit den Zwischenräumen genau 10 ergeben? Na los, mach die Augen auf. Hast du die richtige Stelle gefunden? Dann fülle sie aus. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. Jetzt sollten wir endlich die Leichenspalten erledigen. Fülle die Spalte mit der 10 komplett aus und markiere die Spalte mit der 0 komplett mit X. Alles klar. Man kann dann die Knöpfe einfach gedrückt halten und dann einfach runterziehen. Nun sieh dir mal diese Spalte an. Die Tippzahl ist 1 und in dieser Spalte ist auch schon ein Feld ausgefüllt. Das heißt wohl, du kannst ein paar Felder mit X markieren, oder? Na dann los, markier doch mal alle freien Felder mit dieser Spalte mit X. Alles klar, Knopf gedrückt halten und runter. Zick. Dank dieser 2 Spalten voller X haben wir in dieser Reihe nun ein einzelnes freies Feld in der Mitte. Aber die Tippzahlen sind 3 und 4. Das passt wohl kaum hierhin. Ist also kein Kunststück, zu erkennen, wo die 3 und 4 ausgefüllt werden müssen, oder? Los, an die Arbeit. Alles klar. Genau, hier kann ja keine 3 oder 4 zwischen. Das heißt, das könnte man schon mal X machen. Dann ist hier einmal perfekt die 3 und einmal perfekt die 4.
und glaube, den Rest bekommst du alleine hin, dank der Reihe ganz oben. Und der Spalte ganz rechts sollte das ein Kinderspiel sein, solange du auch daran denkst, freie Felder mit X zu markieren. Ja, alles klar. So, dann fangen wir hier an. Die 3, hier kann keine 2 mehr zwischen. Super. So, haben wir hier die 2, zack, hier haben wir nochmal eine 1. Hier weiß man es jetzt noch nicht, weil es könnte hier eine 1 oder ein von den Feldern eine 1. Aber es könnte auch sein, dass das hier ein X ist. Und hier eine 1 und hier eine 1 noch hinkommt. Also lassen wir das lieber. Hier ist eine 1 und eine 2 wieder. Genau das gleiche Spiel wie da auf der anderen Seite. Hier eine 3. Das kann weg. Aber wir wissen ja, wir haben eine 2. Das heißt, wir haben hier 1, 2 oder 1, 2. Also ist das Feld hier definitiv eine 2. Zack, hätten wir auch von der Zahl oben ausmachen können. Und hier muss definitiv die 1 hin und hier definitiv die 3. Das heißt, wir wissen, hier kann die 3 hin. Weil 1, 2, 3 oder 1, 2, 3. Also sind die beiden Felder definitiv markiert. So, dann haben wir hier erstmal die 1 und hier haben wir eine 6. Zack. So, dann haben wir, hier wissen wir immer noch nicht, wo die 1 hinkommt. Tatsächlich wissen aber gerade, dass hier ein X hinkommt. Weil wenn hier die 4 beginnen würde, 1, 2, 3, 4, würde sie hier enden. Aber hier wäre dann noch ein ausgemaltes Feld. Also kann hier ein X hin. Dann haben wir hier schon mal eine 1 und eine 2. Dann haben wir hier eine 1. Hier haben wir die 1, hier haben wir eine 2. Zack, hier die 2. Das kann weg. Dann können wir das Feld hier oben auch wegmachen. Dann kommt hier die 1 hin und die 2. Und das hier weg. Und hier die 1 hin. Kommt das hier alles weg. Hier die 2, hier die 2. Das kommt alles weg. Hier die 4 ist fertig. Hier kommt die 2 hin und die 1 noch. Und wir haben einen Schneemann. Cool. Ja, jetzt ist es alles jetzt noch relativ einfach, Leute. Du hast es geschafft. Das sieht mir nach einem Schneemann aus. Hast du so langsam die Logik hinter Picross verstanden? Dann weiter bis zum nächsten Rätsel. Alles klar, wir sind bei 4. Wir sind schon beim 4. Rätsel. Langsam ist es in der Zeit, dass ich dir die richtig guten Tipps gebe. Als erstes solltest du dir einen Überblick verschaffen. Die Reihe und die Spalte mit der Tippzahl 0 sehen verlockend aus, oder? Hehehe, gedulde dich aber noch. Zuerst will ich dir nämlich eine Technik verraten, mit der du dir große Tippzahlen zunutze machen kannst. Auch wenn du noch keine Felder mit X markiert hast. Ah, das ist das, was ich eben schon einmal erklärt habe. Dafür brauchen wir Zahlen, die größer als die Hälfte einer Reihe oder Spalte sind. Dieses Rätsel hat 10x10 Felder, also suchen wir Zahlen mit 6 oder die 6 oder höher sind. Na, wie viele solche Zahlen siehst du auf diesem Feld? Da ist die 9, dann gibt es da noch die 7, die 6 gibt es da noch. Noch eine 6, ganz viele 6 und 7. Hier haben wir eine 9. Wissen wir, was wir nicht wissen, ist, ob diese 9 Felder von links auszufüllen sind oder von rechts. Genau. Aber in beiden Fällen überschneiden sich diese 8 Felder. Egal von welcher Seite wir anfangen, diese 8 Felder müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden. Also los, fülle sie aus. Genau. Das habe ich ja eben auch schon einmal erklärt. Genau so. Halte immer die Augen auf nach Tippzahlen, die größer als die Hälfte der Reihen sind, Reihen- oder Spaltenlänge sind. An solchen Stellen gibt es auf jeden Fall Felder, die du ausfüllen kannst. Hier haben wir 2 weitere Spalten mit großen Tippzahlen. Na, Prinzip verstanden? Dann los, fülle die Felder aus, die sich überschneiden, wenn du von beiden Seiten anfängst zu zählen. Alles klar. Dip. Nicht schlecht. Guck mal hier, noch mehr Spalten mit großen Tippzahlen. Wenn du die kleineren Zahlen zu den Mindestabständen von der von einem Feld einrechnest, kannst du auch hier schon einige Felder ausfüllen. Na los, worauf wartest du? Okay. Genau, jetzt können wir diese Felder hier noch alle ausfüllen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Sieht gut aus. Such immer nach 0 als Tippzahl, großen Tippzahlen, Tippzahlen, die zusammen mit freien Feldern die ganze Reihe oder Spalte ausfüllen. Auch wenn es keine großen Tippzahlen gibt, kannst du die Felder finden, die auf jeden Fall ausgefüllt werden müssen. Nehmen wir zum Beispiel diese Reihe. Na, siehst du die Felder, die auf jeden Fall ausgefüllt werden müssen? Ja. Aber pass auf, hier kann man sich leicht täuschen. Die Stelle, wo sich die möglichen 3 mit der möglichen 4 überschneiden, gehört nicht zu den Feldern, die auf jeden Fall ausgefüllt werden müssen. Vielleicht muss hier auch ein X stehen. Nur bei den Stellen, wo die möglichen Positionen für ein und dieselbe Tippzahl sich überschneiden, kannst du sicher sein. Hast du es kapiert? Dann los, fülle diese Reihe aus. Alles klar, genau. 4 bis hier, dann könnte hier ein X stehen. 1, 2, 3. Oder 1, 2, 3. Hier ein X. 1, 2, 3, 4.
Weiß man nicht. Ob da ein X inzwischen kommt oder nicht. Nun, in dieser Spalte gibt es alle Tipps. Sind alle Tipps an 1. Ein Feld haben wir schon ausgefüllt. Die Felder, die daran angrenzen, müssen also leer bleiben. Markiere sie mit einem X. Alles klar. Nun, da hier ein X steht, kannst du auch bei dieser Reihe ein Feld, also auf jeden Fall ausgefüllt werden muss. Du weißt, welches ich meine. Dann los, füll es aus. Genau, weil hier eine 3 sein muss, definitiv. Weil die hintere Zahl ist eine 3 und hier ist schon, ne, wenn hier eine 1 wäre, könnte man hier keine 3 mehr hinmachen. Also 1, 2, 3 und dann 1, 2, 3. Also ist hier noch ein Feld. Gut gemacht. Sieh dir als nächstes diese Spalte an. Die einzige Tippzahl, die hier ist eine 7. Was also mit dem leeren Feld zwischen den Feldern, die wir hier ausgefüllt haben? Das muss auch sein. Weil es muss ja eine zusammenhängende Zahl hier sein, ne? Zack. Genau, hast du gemerkt, dass es in dieser Spalte auch Felder gibt, die auf jeden Fall frei bleiben müssen? Genau, da oben die Felder. Wenn du vom untersten ausgefüllten Feld 7 Felder nach oben zählst, siehst du, dass die obersten beiden Felder auf jeden Fall frei bleiben. Markiere sie mit X. Ist klar. Hier haben wir eine Tippzahl 5, aber rechts von dem X ist kein Platz mehr für 5 Felder. Weißt du, was das bedeutet? In dieser Reihe kommen also nur noch 7 Felder in Frage. Hier ist die 5 größer als die Hälfte von der verbleibenden Reihenlänge. Du weißt, was zu tun ist. Genau, erstmal hier X und hier 5. Oder 3 Felder ausfüllen. Richtig. Ich habe versucht, dir ein paar hilfreiche Techniken beizubringen, aber grundsätzlich läuft es auf 2 Grundregeln hinaus. Suche Felder, die auf jeden Fall ausgefüllt werden müssen. Markiere Felder, die auf jeden Fall frei bleiben müssen mit einem X. Diese 2 Techniken musst du lange genug wiederholen, dann löst sich dir jedes Rätsel. Alles klar? Hehe. Jetzt habe ich dich aber wirklich lange genug an die Hand genommen. Von nun an musst du alleine klarkommen. Alles klar. Rest kriegen wir auch noch hin, ne? So, hier haben wir erstmal eine 0. Genau das gleiche hier oben. So, dann haben wir hier schon mal 3 Einsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Können wir hier noch die 6 ausfüllen. Haben wir hier noch definitiv eine 3. Weil 1, 2, 3, 4 oder 1, 2, 3, 4, dann wäre hier ein X. 1, 2, 3. Wenn hier das X wäre, 1, 2, 3. Also definitiv, das fällt hier eine 4. Hier, kann es nur noch so sein. Zack. So, weil wir hatten ja nur noch 9 Felder. 4 plus 4 sind 8, plus eine X, was noch dazwischen kommt, sind 9. Hatten wir auch schon bei Midna. Das Rätsel, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, genau. So, dann haben wir die eine 1. Dann haben wir hier noch eine 1 definitiv und alle 1 sind abgehakt. Zack. 5. So. Dann kommt hier definitiv noch eine 1 hin. Kann man das noch wegmachen und hier kommt noch meine Zahl hin. Zack. So. Kommt hier noch eine 1 oder so. Weiß man noch nicht genau. Das hätten wir abgehakt. Dann haben wir schon mal eine 6 abgehakt. Das kann auch alles weg. Das heißt, hier kommt die 5 hin. Das heißt, das hätten wir. Und hier die 7 hin. Zack. Muss hier die 1 hin. Und hier unten kommt die 4. Und die 7. Genau. Und wir haben einen Kaffeebecher. Sehr schön. Okay, eine Tasse. Kaffeebecher. Gut gemacht. Bist du bereit für deine letzte Lektion? Dann wähle das nächste Rätsel aus. Ja, das machen wir noch in diesem Part, würde ich sagen. Fangen wir mit dem 5. Rätsel an. Das ist der letzte Teil des Tutorials. Diesmal werde ich dir keine Tipps mehr geben. Stattdessen helfe ich dir auf eine andere Art und Weise. Schalten wir den Felder-Auto-Check ein. Mit dem Felder-Auto-Check wirst du automatisch korrigiert, wenn du einen Fehler machst. Als Strafe werden dir allerdings etwas Zeit dazu gerechnet. Wie bitte? Die Zeit kümmert dich nicht? Das ist schlecht. Wenn du nämlich ein Rätsel in 60 Minuten lösen kannst, erhältst du Belohnung ein farbiges Bild. 60 Minuten, ja, okay, das ist, glaube ich, nicht so schwer. Und jetzt sag bloß nicht, dass du noch nicht bereit bist, diese Rätsel alleine zu lösen. Aber ich will mal nicht so sein, ich mache eine Ausnahme. Bei diesem Rätsel bekommst du auch ein farbiges Bild, wenn du länger als brauchst als 60 Minuten. Na, bist du mir dankbar? Ich lasse dich sogar das Tipproulette verwenden. Dort, wo das Roulette anhält, werden die Reihen und eine Spalte ausgefüllt. Zusätzlich werde ich die Tippzahlen blau färben. In deren Reihe oder Spalte es Felder gibt, die du mit Sicherheit entweder ausfüllen oder mit X markieren kannst. Alles klar, danke. Ja, komm, machen wir einmal. Zack und zack. Okay, jetzt wurde automatisch ein bisschen was ausgefüllt. Hier haben wir eine 0.
können wir definitiv wegmachen. Haben wir hier die 5, können wir einmal definitiv ein X wegmachen. Also wir können bei den blauen Zahlen jetzt definitiv Felder ausfüllen. 1, 2, 3, 4, 5, zack. Und hier auch nochmal. Und jetzt ist die blaue 5 schon mal weg. Jetzt haben wir hier schon mal die 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, zack. Das haben wir auch alles. Sehr gut. So, machen wir bei den 3 weiter. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3. Hier wäre noch eine 3, weil 1, 2, 3, ne? Wisst ihr Bescheid. Die 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir die 6en. Die beiden. Zack. Hier haben wir definitiv die 2 und hier definitiv die 6. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Die beiden noch mit X markieren. 3, 4, 5, 6, 7. So. Okay, dann haben wir hier jetzt erstmal die 5 schon mal fertig. Dann können wir das schon mal mit X markieren. Da haben wir hier 5 Felder und hier kommt nur noch einmal die 7. Haben wir hier die 8. Zack. Die müssen wir eine 1 hin machen. Denn hier kommt die 8 hin. Hier ist auch noch einmal eine 8. Dann haben wir hier unten definitiv die 2 und damit auch die 5 fertig. Haben wir hier das. Zack. Hier die 3 und fertig ist der Apfel, wie es aussieht. Okay. Sehr gut. Beeindruckend, du hast das fünfte Rätsel ganz alleine geschafft. Du scheinst kapiert zu haben, wie diese Rätsel funktionieren. Dann los, worauf wartest du noch? Stürze dich in die Welt von Picross, man sieht sich. Ja, und wir haben jetzt Picross, Mega Picross oder Micross. Einstellungen. Ja, lassen wir erstmal alles ein. Würde ich mal meinen. Speicherdaten. Die Musik können wir noch. Können wir eigentlich alles anlassen, oder? Ja, wir lassen das so. Wir lassen das so. So, okay. Ja, wir haben jetzt einen Picross, Mega Picross. Und Micross. Wir machen erstmal nur Picross, danach komme ich zu Mega und zu Micross. Ja, aber das war's erstmal für diese Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß an diesem Projekt, auch wenn ihr dann, ja, nur seht, wie ich Rätsel löse. Aber ihr könnt ja miträtseln. Und dann gucken, jo, was kommt da vielleicht raus? Also am Ende das als Bild. Jetzt sind es auch immer Zelda-Gegenstände, soweit ich weiß. Und ja. Gut, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Out. Da rein!